Yo, hallo Leute, hier ist euer MRC Let's Play. Willkommen zu Let's Play Highlight Minecraft. Mit dabei sind Jump Gamer Let's Play und der gute Chaos Emerald 95. Sagt hallo. Hallo Hallo. zuerst. So, dann wollen wir mal Okay, mach hier ich sie. bis. Hi. Wo? Ah! So, dann wollen wir mal hier bisschen was zusammenkratzen. Das hier. Jo. Und ach ja, ich zeige euch mal kurz meine bescheidene Hütte, meine lieben Abonnenten. Eine kleine Tour sozusagen. Noch nebenbei gesagt, falls es laggen sollte in der Aufnahme bei sich und es hat nichts mit Prep zu tun, dann macht mich verantwortlich dafür, weil es kommt ja bereits von meinem Rechner aus gestreamt. So, hier ist meine Werkstatt. Lager 1. Lager. Nee. Ruheraum. Und hier die Fluchttüren. Und ja, hier hat gerade jemand wieder schon wieder was angekündigt. Hier Affentitten, geil. Wieder ein Livestream. So, hier ist das zweite Lager und hier ist hier unser guter Jump Gamer Let's Play. Ja. Ich geh fliehen. Ich müsste dir erst den Kreativmodus anschalten, Oh, cool, aber es ist Nacht. Jetzt gehe ich auf Zombiejagd. du weißt aber schon, dass du im Überlebensmodus drin bist. Ja, deswegen ja. Gerade dann macht es am meisten Spaß. Ich Zombie, ich euch töten. Also. Nein, MSC wurde angesteckt. Wir müssen ihn Ich wurde töten. infiziert, heißt das eher. Ja. Oh, ich sehe einen Creeper und ein Skelett in der Wüste. Die kriegen noch einen aufs Maul. Na, Skelett, hast du schon mal einen Pfeil gekriegt? Solange sie in die Nähe von meiner Hütte kommen, das ist böse denn. Dann macht's bumm und meine Hütte ist weg. Nee, hier ist gerade nur ein Zombie und fünf Skelette ungefähr. Die werde ich kurz mal abschlachten mit meinem Pfeil. Ich hole mir ein bisschen Werkzeug. Ha! Ein Skelett mit seinen eigenen Waffen gekillt. Das muss man auch erstmal schaffen. Na gut, ich habe jetzt auch keine große Ausrüstung gerade. Ich schon. Diamantrüstung. Diamantspitze Aber hacke, doch, nehme ich mir trotzdem. mit. Lässt hier gerade irgendjemand zufälligerweise Zombies spawnen? Weil das sind ganz schön viele für meine Bedürfnisse. Ich nicht. Ich habe ja ein Diamantschwert. Ah, wie geil! Das Skelett hat einen Bogen ausgespuckt. Scheiße! Ein Zombie ist direkt Das. vor meiner Werkstatt. Scheiße! Aua! Scheiße! Hier lässt irgendjemand Monster spawnen. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Hallo. Chillt. Kasemuelt, bist du das zufälligerweise? Nein. Ich bin die ganze Zeit hier vor meinem Haus und baue irgendwas. Ich habe gerade auf Weil Tag hier sind nur ungefähr geschalten. 15 Skelette. Ich habe auf Tag geschalten. Das hilft. Gut. Sollen sie Gut, verrecken, gut, die gut. Stirbt, Biester? Creeper. Stirbt! Und ich müsste gleich. Scheiße! Na gut, Nein! essen muss ich noch nicht, aber bald. Ich habe heute noch gar nichts gegessen, wenn ich mal Ich ehrlich meinte bin. jetzt in Minecraft. Okay. Ja, gut. Ich müsste auch mal was essen. Ich muss mich regenerieren. Gut. Einmal Tür zu, sonst. Ah! Zombie! 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 Zombie!
Halte durch, ich komme! Hab'n umgebracht, der hat mir aber ziemlich zugesetzt. Die Tür konnte ich schnell genug zukriegen. Kam der kleine Zombie schon rein, die Sau. Ja. Das erinnert mich gerade mal an mich. Ich hab mal vergessen, die Tür zu schließen. Bin ich schlafen gegangen und dann am Morgen waren 5 Skelette in meinem Haus. Und hab dich erstmal permanent. Dann bin ich gestorben. Ja, und mich umgebracht. So, ich mach mir mal. Gott sei Dank habe ich ja meinen Spawnpunkt. Und ich brate mir mal ein bisschen Hühnchen. Und ich stalke dich. Ich sehe dich. Ich brate gerade. Brutzel, brutzel, brutzel. Und ich sehe das Brat. Ich sehe, wie du es bratest. Essen! Und du hast ein paar Pfeile im Kopf. Ja, von den Skeletten. Warte, das will ich mal sehen. Alter! Oh mein Gott, ich hab sogar einen in den Füßen. Und einer ist anscheinend in meiner Brust, einer in der Schulter. Oh nein, ich werde sterben. Oh, oh Gott. Die haben mich gefistet. Böses Skelett, schämt euch. Ja, das waren 5 oder 6 Stück. Genommen. Was ist das für ein komischer Bewohner? Aua! Ey! Das ist irgendwie so ein Bewohner, der hat mich vergiftet! Das ist eine Hexe. Was ist das für ein Arsch? Das ist eine Hexe. Scheiße, ich verliere dauerhaft Leben! Fuck! Nein! Ich werde sterben. MSC, sammel meine Sachen auf. Wenn ich weiß, nee. Wo du bist. Nee, hier, ich bin hinter dir. Hä? Aha. Gut. Jetzt regeneriere ich mich. Ich hab noch genau ein Herz. Boah, was ist das denn, Hexen? Ey, hab ich noch nie gesehen, eine Hexe. Na gut. So, na dann, da komme ich mal nach unten, da die Teleportation jetzt geht. So. Ja, und meine Nase spielt gerade wieder verrückt. Bauen. Wow. Sind wir hier im dänischen Bettenlager oder warum sind hier so viele Betten? Wo? Im Bunker? Hier unten in deinem. Ja. Das soll ja nur ein Bunker sein. Da ist Licht. Bettenbunker. Na, du weißt. Ganz ehrlich, meine Nase spielt auch gerade verrückt. Na, ich hab mich deswegen stumm geschalten. Oh. So, ich hab mich eingeschlossen. Werkstatt brauche ich nicht. Und na, wen? Gut. Ich stalke gerade jemanden. Und wem? Also ich bin... Er hat's gemerkt. Stalker! Du stalkst ja, ich so... auch! Da wird jemand so lange stalkt, bis er umgebracht wird. Oder sich selbst umbringt. Sorry. Keine Sorge, ich lass deine Sachen da liegen. Naja. Stimmt, ich habe mich mit Mama in einem Spawnpoint noch nicht gesichert. Na, du musst einmal da an deinen Punkt pennen gehen. Ja, aber ich habe Spells hier zerstört, weil ich es nicht mehr brauche. Die werden doch überbewertet. Sag das Geld hier. So. Jetzt ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich verfolge ich auch wegen Warten.
irgendwas. Wegen ihm. Ich muss schnell hier weg. Zu einem Ort, wo er mich nie finden wird. Ich gehe mal ein bisschen auf Ressourcensuche. Digga, was brauch ich gerade? Okay. Nix, weil ich alles hab. Ich hab ja meine Plattform komplett ausgestattet. Okay, nur noch die Dynamit. Und der Kopf wieder so eine erfolgreiche schaltet. Wow. Dreimal auf Holz geklopft. Achievement. Hier, warte, ich helfe dir, ich hab eine Axt. Naja, vor allem für den Fall, falls meine Diamantspitzhacke einen Geist aufhebt. Aber ich hab freigeschaltet, du bist in Minecraft. Habt ihr schon mal die Errungenschaft gehabt? Willkommen in Minecraft? Nein. Nee. Müssen wir es erstmal erfinden. Ich grab mir jetzt irgendwo ein Loch. Aber ich brauch noch ein paar Fackeln. Wo ist Chaos, Emerald? Ich hab gerade echt Angst. Ich fühle mich verfolgt. Ich geh mich mal lieber verstecken. Ich hab echt zu fressen, das ist doch behindert. Okay, ich bin in Sicherheit. Ja, so, und ich grab mir erstmal hier den Boden. Sehr tief. Grab dich doch gleich bis ans Ende der Welt. Bis ins Bodenlose, wa? Nee. Ja. Ich frage mich, ob ich einmal sterben werde. Ich vermute schon. Nein. Oh. Kohle! Kohle! Kohle. Oh mein Gott, er hat Kohle gefunden. Und XP Points, Popel. Was für eine Kohle denn? Scheinchen oder das Schwarze? Normale Kohle. Kein Geld. Geld gibt's nicht. Jetzt hab ich Chaos Emerald auch einen Pfeil. Jetzt hab ich ihm auch einen Pfeil in den Kopf geschossen. Geld jetzt gibt's in Minecraft nicht. Ja, leider. Der müsste ja eine Mod geben, die sich Moneycraft nennt. Ich sollte es echt mal geben. Bin dafür. Geld. Also. Okay, es wird Nacht. Ich verziehe mich in meinem Haus. Ich setze es wieder auf Tag. Und ich mach mal bei mir ein bisschen Mucke an, damit es bei meinem Video nicht so einsam ist. Gut. Aber keine Musik, die ich schon abgespielt habe. Und zwar Remix-Version von hier. Ein Kapp-Musik Sonic bei mir. Sonic Gameland Starlight Pershirt. Okay. Wer von euch kennt Sword Art Online?
Sagt mir nichts. Was bitte? Wer ist online mag, sollte sich freuen, Part 43 von Minecraft für Gaffer, den nächsten Part, den ich aufnehme, wird es wieder so eine Online-Musik geben. Ich habe jetzt neue Soundtracks dafür. Die werde ich dann wieder einspielen. Also alle Fans können sich mal freuen. Davon. Oh, guck mal, ein paar Hühner. Die wollen alles schon in meinem Magen. Ich Marsch vorbei. Ja. Ich sehe keinen von hier oben. Hier sind ganz viele. So, jetzt habe ich ein paar Mich Tuchern. Kannst du ja auch nicht sehen. Ich bin gerade auf Ressourcensuche. Bis ich mein Inventar gefüllt habe. Ich habe eine schöne, stabile Spitze. Ich finde euch beide irgendwie. Ich finde euch beide irgendwie nicht mehr. Na, ich bin unter. Ich sag mal so, ich bin unter Tage. So, und gleich kommt der nächste Titel. Aus meiner Minecraft-Playlist. Minecraft. Und zwar das Opening Theme zu Persona Q Shadow of the Labyrinth für Nintendo 3DS. Maze of my life. Nintendo 3DS. Eins der besten Spielserien überhaupt von Artlos. Ja, Schleichwerbung vor der Wind. Ich bin mal kurz für 5 Minuten weg, aber ich werde trotzdem noch die Welt auflassen. Keine Sorge. Muss ja. Ich bin ja noch eine Aufnahme. Ich lasse die ja noch eine Weile laufen. Wir hören uns in 5 Minuten wieder, wenn ich wieder zurück bin. Okay. Scheiße, ich brauch dringend was zu essen. Essen! Essen! Ich hab verrottetes Fleisch, Sure. Ich hab verrottetes Fleisch und ich wollte gerade essen, Ich vergifte mich doch damit. Guten Appetit wünsche ich dir. Wünsche ich dir einen guten Appetit. Oh mein Gott. Schon der wieder ein dir, Huhn. Der Huhn kann dir ohne mehr helfen. Der Gott kann dir ohne mehr helfen. Ohne Kuh. Stirb. Dann habe ich auch mal ein bisschen Rindfleisch. Ich möchte ja hier nicht nur Schwein und Huhn essen, sondern ein bisschen Rind gehört auch dazu. Bist ein Gourmet sozusagen, wa? Und ich hab schon wieder Kohle hier in Minecraft gefunden. Schon. Hab Kohle gefunden. Mal wieder ein ganz kleines Feld gefunden. Wieder ein paar Ressourcen. Und ich werde mir jetzt in meinem Haus einen kleinen Keller bauen. Ich werde mir einen kleinen Keller bauen. Falls es euch nicht stört. Das ist ja dein Haus. Ja. Darf ich was sagen? Stöpsel mal kurz deine Headset-Soundkarte kurz ab und wieder an. Wenn Steam abstürzt, bin ich nicht schuld. Geht's? Ja. Gut. Hat jemand zufällig Fackeln oder Treppen? Ich leider nicht. Du weißt doch, ich bin gerade unter Tage. Ich suche noch fleißig Ressourcen, bis mein Inventar voll ist. Und es ist fast voll. Na gut, ich brauch groß keine Fackel.
wir genießen noch ein bisschen weiter mal die Musik, die ich laufen hab. Ja, ich überlege gerade was. Wird ja sowieso dann auf YouTube gleich hochgeladen. Yo. Na ja gut, vorher muss ich's noch rendern, weil der noch in AVI ist. Ja gut. Ziemlich aber groß. Das dauert eigentlich nicht so lange. Ja, ich mach's ja mit Camtasia, das Rendern dauert immer, das weiß ich. Nicht, ja, manchmal. Jetzt habe ich was anderes gefunden, jetzt habe ich Eisenerz. Geil, Eisenerz ist immer geil. Ich komme dann wieder mit vollem Inventar wieder. Deswegen habe ich ja auch die ganzen Lager aufgebaut. Umsonst sind die ja dafür nicht. Da kommt die ganzen Ressourcen drin. Und schon wieder Kohle. Sag mal, bin ich heute Kohle geil? Ich glaub schon. Ja! So, ich bin gerade dabei, meinen Keller zu bauen. Jetzt wieder durch Erde durch. So. Mal sehen, ob ich wieder ein paar Ressourcen auf dem Weg finde. Und ARX vergesse. Der letzte Track, der jetzt läuft, ist Like the Fire Up Mayonaka. Persona 4 Version sozusagen. Auch aus Persona Q. So. Kohle. Lol. Hab gerade in meinem Keller Eisenerz gefunden. Ist doch geil. Und ich sammle hier fleißig Kohle. Ja. Und ja. Und jetzt der beste Track ever. Und zwar das mein Hauptthema zu Freedom Planet. Läuft gerade jetzt. Was ja ab 22. Juli nach unserer Zeit. Also ab 3 Uhr nach unserer Zeit. Einjähriges Jubiläum, könnte man sagen, feiert. Davon gibt's von mir ein schönes Let's Play Again. So, ich habe jetzt einen Keller gebaut. Und ich grabe hier mir durch die Steine durch. Na gut. Wird es aber wahrscheinlich ein langes Let's Play Highlight heute werden. Na ja, gut, weil bei mir nicht so oft kommen wird. Let's Play Highlights kommen bei mir immer verschiedene, das weißt du ja. Mhm. Ihr dürft ja alle voten und das, was am meisten Stimmen hat, wird genommen. Du kennst ja die Regel. Ja, ich weiß.
Ich hab schon wieder Eisenerz! Wie geil ist das denn? Ich auch. Ich auch, richtig viel. Und zwar über mir sogar noch. LOL. Meins! Alles meins! Ratet, wer zurück ist. Du. Genau. Ich muss jetzt auf die andere Seite. Der Herr, der Herr über alle 7 Chaos Emeralds. Genau. Ich werde jetzt. Ach ja, und was ist mit dem Master Emerald? Oh, auf den muss. Genau. Auf den muss Knuckles aufpassen. Ah. Er ist ja der Hüter des Master Emeralds. Ja, ich aktiviere jetzt meine Fähigkeit und werde zum Super Saiyajin. Ich fliege. Auf die Fresse? Nein. Blöde Antwort, ich weiß. Ich hab's geschafft, ich bin gelandet. Schon wieder Kohle. So, mein Keller ist soweit. Ich hab schon wieder Kohle. Und ich geil. Und ich habe endlich mein Haus. Ich muss ja mal kicken, wie viel ich schon drin hab. Dann komme ich wieder. Aus dem langen Tunnel. Ah, Zombies, die sterben schnell. Was für ein Tag. Vor meinem Haus seid ihr kleinen Schweine nicht erwünscht. Also verpisst euch. Den Ball, was hab ich eigentlich alles verpasst? Ich war jetzt 5 Minuten. Also ich habe einen Keller gebaut in meinem und Haus. Und ich bin auf Ressourcensuche unter Tage. Und jetzt läuft bei mir Minecraft-Playlist. Zombie verbrennt mich. In meiner Minecraft-Playlist läuft gerade auch aus Freedom Planet, und zwar die Beta-Version von Dragon Valley 1. Ich höre immer noch Sword Art Online Opening 1. Und ich kick mal mein Inventar. Ah, Suit wie voll. Ich komm wieder, wenn ich mal rauskommen würde. Ich werde hier bei diesem Track auch mal hören, Sword Art Online Opening 1. Nächsten Part werde ich den Track abspielen. So, ich komm jetzt wieder raus. Raus, außerdem meine Hungerleiste schrumpft. Ich spiele gerade Opening 2, wann ich das abgespielt habe. Ich habe es, glaube ich, in ein paar Mal reingeschmissen. Ich glaube, das dürfte Part 42 gewesen sein, wo ich den Track mal abgespielt habe. Und ich muss den reinkarten extra. Das heißt, ich musste alles entfernen, alles auf den Spuren, dass ich das nur einlegen kann. Deswegen habt ihr die beste Quali ever. Ich sitze über eine Stunde an sowas, so einen Cut zu machen. Na, ja, und ich muss hier erstmal raus. So. Ein Skelett! Verpiss dich! Das hat mich im Tunnel verfolgt, das olle Vieh wahrscheinlich. Und jetzt hat es sich gedacht, jetzt ist es halt, ihnen einer aufs Maul zu geben. Und irgendeiner hat mir hier zugebaut oder ertäuschtet. Ach, ich bin doch doof. Naja, weil es so dunkel ist hier. Ich sehe Licht. Und ich sehe ein Zombo. Stirb, Zombie. So, jetzt muss ich mich orientieren. So, was kommt jetzt in meiner wunderschönen Playlist? Ach ja, von Poke Remix Studio. Ein Remix aus Pokémon. Du elendes Arschloch. Nicht du. Und zwar Remix-Version von gegen... Wenn man in Pokémon Schwarz Edition 2 und Weiß Edition 2 gegen den Champ kämpft, also Lilia, spielt ja, das ist diese Musik. Und ich bin gerade so dermaßen gearscht. Und ich finde gerade nicht zurück, obwohl ich gerade aus dem Tunnel kam. Und meine Hungerleiste schrumpft.
Ihr glaubt gar nicht, was bei mir passiert ist. Ihr glaubt es nicht. Ich hab mich verlaufen. Nee, doch nicht. Ich sehe da was. Ein gewisses Monster bringt mich gerade zu Weißglut. Und meine Hungerleiste schrumpft. Ich hab Hunger. Essen! Essen! Gut. So. Gut. Da ist dein Haus, seh gerade. Bin ich schon mal richtig? Ja. Da ist bei Soundtrack nicht komplett. Komm auf jeden Fall nicht zu meinem Haus. Schick ich euch mal per mein Haus sieht so dermaßen scheiße aus. Wie es geowned wurde. Zu euch. Hier oben ist es langweilig. Ich bin gerade wieder angekommen. Mit einer fast leeren Hungerleiste. Ich muss jetzt irgendwas abschlachten, was ich essen kann. Ach, ich brate mir ein Ei. Ich habe ja gerade ein Huhn Ei gefunden. 2 Stück. So, dann mal guten Appetit für mich. Essen. Ach, kein Wunder, dass ich euch so leise höre. Ich voll fast da vergessen, von gestern die Leute wieder aufzudrehen. Ich bin so ein Vollpfosten. Ach, nee, geht ja gar nicht. Toll. Tolle Burg. So, der Schaden wurde repariert. Naja. Und ich müsste mir mal ein Lebensmittellager aufbauen. Sonic, Shadowfish spielt jetzt Brutal Legend. Schon seit jetzt. Gestern. Nee. Schon seit gestern. Und ich gehe mal, so. geh mal in den kreativen Modus. Bevor ich. War ich mir auch gerade einmal. Sonst kann ich nicht schnell laufen, wenn meine Hungerleiste down ist. Gut. Bisschen machen wir noch auf, bei meiner Aufnahme läuft ja noch. Ja. Na klar. Immer. Ich brauche noch was als Verbindung zu meiner Hütte. Die irgendwo in der Luft hängt. Die wird vor Laser gehalten. Das müsst ihr erstmal schaffen. Welche Art von Laser? Hast du einen Laserwisp? Also. Laser! Genau, er hat so einen kleinen Laser-Wisp-Keller und damit wagt er sich immer zu seiner Plattform. Laser! So, ich mach mir jetzt ein Lebensmittellager, aber obwohl, ich muss ja noch meine ganzen Ressourcen einbunkern in der Werkstatt. Ihr Hilfsgefühl für uns gefällt, besteht jetzt zum Teil aus Lasern. Da bin ich aber gelasert. Ich weiß. Witzig. Bester Spruch. Bester Spruch ever. So, was kommt jetzt? So. Ach ja, noch ein Remix. Und zwar aus Diamant, Pearl, Platin, wenn man gegen den Rivalen kämpft. Die Kampfmusik. Remix-Version. Jetzt kommt mal wieder ein Soundtrack. Wo ich mich immer noch frage, warum ich den einen Together-Part abgespielt habe, immer noch. Das aktuelle Opening von Fairy Tail Breakout. Ich
Ich glaube, ich habe schon eine Frage. So. Hab erstmal meine ganzen Ressourcen in eine Truhe reingeschmissen. Erstmal, weil ich nichts anderes habe, in der Redstone-Truhe. Ich muss mein Haus finden. Ist doch alles markiert. Ja, und wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Ein Dungeon. Hammer! Aber was für einen? Das ist doch mal geilomat. Ich gehe gerade mal ein bisschen erkunden, aber nicht so viel, weil meine Herzen sehen zurzeit nicht gut aus. Und deine Hungerleiste ist bestimmt down, ne? Ja. Yep. Alter, da geht's ja richtig tief runter. Und hier ist voll viel Kohle, aber richtig viel Kohle. Na, da wo ich drinne war, wo es stufenweise runtergeht, das hab ich ja reingebuddelt. Schön Kohle nähen, dann kann ich mir noch ein paar Fackeln machen, dann kann ich noch tiefer. Da fackelst du nicht lange. So. Scheiße, ich habe aber kein Holz. Fällt mir gerade auf. So, ich baue mir mal ein Lebensmittellager jetzt auf. Ich bin ja jetzt im kreativen Modus. Warum mache ich nicht diese Riesenrunde ums Haus? Ich bin echt bescheuert, Bonner. Geil, ich habe einen Lavasee gefunden. Super Saiyan ist back. Spinne! Und mein Spiel laggt! Wer hat was gemacht? Warum laggt mein Spiel? Schau mal nach. Okay, oh, der Zombie hat... Fick dich, WLAN. Mal ganz im Ernst. Alter, voll viel Gold. Ich hab Gold gefunden. So, mein WLAN wieder mal. Das kann doch nicht noch schlimmer werden. Und jetzt lade ich den Part auch noch hoch. Lol. Wenn dir jemand sieht, die werden mich alle für verrückt halten. Alter, ich hab eine Mine gefunden. Aha. Alter, was ist das für ein geiler Dungeon und Diamanten. So, dahin. Wie geil ist das denn? Und das in der Aufnahme. Lol. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich eine Mine finde. Ich werde sterben. Ich wusste es. Kurze Frage, wie stellt man Fackeln her? Stock und Kohle. Was war das? Ach, scheiß Spinne. Fick dich. Oh, oh. Ja, ja. Was ist das denn für ein Speed? Fick dich ganz hart. So hart, dass ich was glauben ist. Ganz ehrlich, das Einzige, was ich gerade mal überhaupt nicht gebrauchen kann, sind Lags. Und ich habe gerade ultra viele. Und ich fülle ein bisschen Lebensmittellager gerade. Ich weiß nicht, wieso ich, während ich in der Luft bin, ganz oben, auf die Wolfe umschalte. Ich muss euch bescheuert in der Birne gewesen sein, wieder mal. Helfe von den Drogen wegzukommen. Ey, jetzt habe ich schon Stein und Kohle zusammengetan und ich krieg trotzdem keine Fackeln. Alter, diese Mine ist ja quasi der Horror. Ich werde auf jeden Fall sterben, wenn es so weitergeht. Okay.
Aber wenigstens ist hier Gold und Diamanten. Wie geil. Hier steht. Oh, fick dich, Zombie. Fick dich. Nehmt mal vor, ich hab so ein Tipp als Minecraft, wenn ihr nach dem Enderportal sucht, macht bitte nicht mit Sprengung vorgehen, sonst wird's wie bei mir enden und ihr müsst alles wieder aufbauen. Ich hab's nämlich schon geschafft, einen Raum zu sprengen. Aua. Ich weiß nicht, der Part das war. Ich glaube Part 33 habe ich gezeigt, wie ich das gesprengt habe. Alter, Kies! Kies, Hilfe! Ich hab von Kies gepestet! Ich wusste schon immer, dass Kies gefährlich ist, aber so gefährlich hab ich's nicht gehalten. So, jetzt machen wir das Loch aufreißen hier. So, ich hab jetzt ein Lebensmittellager erstmal ein bisschen befüllt. Ich höre da schon wieder was. Was hörst du? Na, hier von Jumpgamer Let's Plays Seite eher. Schon nix. Es ist ja auch wieder alles ruhig. Und jemand hat hier bei meinem Haus die Tür aufgelassen. Sind gelbe Säcke vor der Türe. Wer macht so was? Ich würde es ja auch gerne tun, die Tür offen lassen, aber ich bin nicht bei der Nähe. Das ist der Hütte. Ich bin zu weit weg, um da überhaupt da reinzukommen. Das ist so blind. Kann man mal nicht sprechen? Okay, Moment, mal ganz kurz. Kurz vor Pause. Könnten ja auch gleich so langsam den Part eigentlich beenden. Warte kurz, ich bin noch schnell, was dann da schnell fertig bauen. Aber wenn er wieder da ist, dann beenden wir, damit wir erstmal verabschieden können. Ja. Ich bin noch in meine Hütte, ich gehe schon am Überlebensmodus. Fertig, jetzt bauen wir einen Generator. Obwohl, ich muss ja erst im Überlebensmodus muss ich ja erst was essen. Stimmt ja. Und ich muss eine Leiter bauen. Meine Hungerleiste schrumpft. Oh Gott. Die ist schon auf ein halbes Brot. Also durch den Texture-Pack sieht es aus wie Brot. Autsch. Keine Sorge, Leute, ist alles in bester Ordnung hier. Da ist irgendwo was runtergefallen. Alle ganz normale Menschen. So, ich nehme mir mal ein paar Kekse mit. So. Da ist er ja wieder. Ich stopf gerade ein paar Kekse in mir rein. Also jetzt im Spiel. Wenn ich wieder aus meinem Bunker raus bin, beende ich mal den Part. Der ist schon lange genug erlaufen. Ja. Ja. So, jetzt muss ich den TP-Befehl mal kurz verwenden. Ich bin nämlich zu weit weg, dass ich wieder zurückkomme. Oh, dann geh ich mal wieder. Kann ich mich irgendwo hinwarpen?
kann ich bitte mich warpen oder so, wenn das irgendwie geht? Ich will aus dieser Höhle raus. MSR kann ich vielleicht zu dich holen. Ich kenne die Befehle nicht so aus dem Kopf. Du musst eingeben /dp, dann den Namen von Jump geben und dann dein Name, da kommt er zu dir. So, jetzt bin ich wieder zurück bei mir. Jetzt bin ich an seiner Stelle. Was kann ich sein? Normal heißt der Befehl, der erste Name eingeben, ist derjenige, der betroffen ist, und der zweite ist der, wo er neu geben soll. Hat sich gleich eh erledigt, da ich nur noch ein Herz habe. Ich muss einen neuen Teleporter bauen. Scheiße, ich bin tot. Wenn es jetzt nicht in einer Sekunde oder so klappt, bin ich tot. Bin tot. Ich sammle mal dein Inventar auf. Wenn ich mal aus dieser Spinnennetzfalle rauskomme. Frostschwert. Und ihr grabt mir mal nach oben durch. Also ihr grabt mich raus. Ach, Luft! Und ich sehe unser Haus noch. Und ich will langsam auch beenden jetzt. Ja. Mach das. Und jetzt, vor Papa. Was so. Wo bin ich gelandet? Ich meine, ich bin woanders gelandet, denn ich sollte. Ich hätte das X2 höher eingeben sollen. So, ich gehe mal aus dem Kreativen wieder raus. Jo. Ich gebe nächstes Mal 65 ein. Und er ist rausgeflogen. Und wieder drinnen. Gut, dann nehme ich nochmal meine. Leider. Nahansicht. Verdammte Scheiße, ich bin schlecht, was immer teleportieren angeht. So, Leute, das war mal eine lange Runde von Let's Play Highlight Minecraft. Stimmt auch fürs nächste Let's Play Highlight ab bis Freitag. Und ja, wenn euch dieses Highlight gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen netten Kommentar von euch freuen. Und ich sage noch zum Schluss, ich bin euer MRC Let's Play. Und sage bis dann, ciao und reingehauen. Ich bin warte, jetzt ich will noch was sagen, was sein ist. Ich wollte doch sagen, ich habe das Enderportal gefunden. Ihr dürft euch verabschieden, ich beende gleich die Aufnahme. Okay, also bis dann Leute und ja, wir haben das Enderportal. Wenn ihr habt für Minecraft, du das nächste Highlight für Minecraft, dann kann ich euch mal das Enderportal. Ja. Yeah. Genau dasselbe von mir. Freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ciao.